Hallo alle zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich dachte mir, dass ich in den letzten Wochen oder Monaten so unglaublich viele Fragen von euch zu Instagram bekommen habe, dass es Zeit wird, mal so ein reines Instagram-Q&A zu machen. Da sind einige Fragen bei, die über Instagram kamen, per Direktnachricht, Kommentare. Es sind aber auch viele Fragen dabei, die unter meinen YouTube-Videos kamen. Ich habe nämlich tatsächlich zwei Videos über Instagram, die sehr, sehr gut laufen auf diesem Kanal, wo regelmäßig neue Leute drüber kommen. Ich glaube, die meisten von euch, die dieses Video gucken, werden wahrscheinlich auch tatsächlich darüber gekommen sein. Ich habe mir da einfach mal sehr viele Fragen rausgepickt, die einerseits sehr speziell waren, andererseits aber auch sehr oft gestellt wurden, wo ich dachte, das interessiert anscheinend sehr viele und möchte die dementsprechend heute zusammen mit dir einfach mal durchgehen und dir ein bisschen Instagram-Ratschläge und Tipps an die Seite geben. Das Video könnte etwas länger werden, daher habe ich mir hier auch einen Kaffee geschnappt, also pausiere gern kurz das Video, hol dir was zu trinken und dann würde ich sagen, geht's los. Das ist übrigens ein kalter Kaffee, nicht wundern, dass ich den mit Strohhalm trinke, meinen warmen Kaffee trinke ich nicht mit Strohhalm. Bevor es losgeht, aber noch ganz kurz ein kleines Announcement und ein bisschen Eigenwerbung. Ich habe nämlich in letzter Zeit so unglaublich viele Fragen von euch, entweder auch per YouTube-Kommentar oder Instagram-DM bekommen, ob ich mir nicht mal euren Kanal genauer anschauen kann, ob ich euch mal persönliches Feedback geben kann. Und das hat mittlerweile eine Zahl erreicht, wo ich sage, okay, Leute, das schaffe ich einfach nicht mehr, euch da überall Feedback zu geben. Ich habe mir aber vieles, was von euch die letzten Wochen kam, und ich hatte auch schon mit einigen von euch mal gesprochen, zu Herzen genommen und habe daraus ein Coaching-Programm entwickelt. Das heißt, wenn ihr euch die nächsten Wochen wirklich mal Zeit nehmen wollt und ganz intensiv an eurem Social Media Erfolg und an eurer Social Media Präsenz arbeiten wollt, dann schaut euch einfach mal den Link in der Infobox an. Geht einfach auf meine Website, da findet ihr alle Informationen zu dem Coaching. Ansonsten könnt ihr auch einfach auf meinem Instagram-Profil online einmal nachschauen, da habe ich ein Highlight hinterlegt. Da findet ihr auch alle Informationen zu dem Coaching. Wenn du also Bock hast, deine Social Media Präsenz mal so richtig bergauf zu bringen, dann schau dir das auf jeden Fall mal an. Ich würde mich freuen, wenn du mir schreibst. Jetzt geht's aber los mit den heutigen Instagram-Tipps und Tricks und FAQs. Frage Nummer 1, die ich unglaublich oft gestellt bekomme, ist: Wie heißt du auf Instagram? Als ich mit diesem YouTube-Kanal angefangen habe, hatte ich noch gar keinen Instagram-Account passend zu diesem YouTube, weil ich mir damals gesagt habe, ich fange erstmal mit einer Plattform an, fokussiere mich wirklich erstmal in den Aufbau von YouTube und wenn das einigermaßen läuft, dann gucke ich, dass ich nach und nach vielleicht andere Plattformen dazu bekomme. Das heißt, die Leute, die am Anfang auf meinen Kanal gestoßen sind, wussten immer gar nicht, wie ich auf Instagram heiße. Also hier einmal eingeblendet, Isabel Mögelin heiße ich da genau wie dieser YouTube-Kanal. Einfach meinen Namen eingeben und dann findest du mich. Da gibt es auch regelmäßig Updates, ein paar Tipps und Tricks teile ich da auch. Da teile ich sehr viel so zum Thema Selbstständigkeit versus Angestellt und wie es so in meiner Selbstständigkeit ist. Zeigt viele Einblicke hinter den Kulissen, viele Probleme meiner Selbstständigkeit. Also falls dich das interessiert, gerne mal vorbeischauen. Link ist immer in der Infobox. Unter meinem Instagram Reels Video wurde ich auch des Öfteren mal gefragt, ob man Reels dann eigentlich abspeichern kann. Und ja, das kannst du tatsächlich. Also wenn ich ein Reel aufnehme, dann mache ich es häufig so, dass ich an einem Tag gleich mehrere Reels aufnehme und mich zwischendurch immer mal umziehe und die dann einfach als Entwürfe speichere. Du kannst, wenn du ein Reel gefilmt hast und alles soweit vorbereitet hast, das heißt Text eingefügt, Schrift und so weiter, und auf der letzten Seite bist, wo du das Reel dann teilen könntest, da kannst du unter dem Teilen-Button auch klicken, als Entwurf speichern. Da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ich finde, der ist sehr blöd platziert, der Button, weil Teilen und als Entwurf speichern so nah beieinander sind, dass ich auch schon mal aus Versehen was geteilt habe, was eigentlich nur als Entwurf gespeichert werden sollte. Aber du kannst deine Reels dann speichern und sie dann einfach zu einem späteren Zeitpunkt aufrufen. Eine Frage, die ich passend dazu noch öfter mal bekommen habe, ist: Wo finde ich die Reels-Entwürfe? Wenn du die Reels abgespeichert hast, dann kannst du auf dein Profil gehen und einfach in den Reels-Tab wechseln. Und dort siehst du dann einerseits die Reels, die du schon hochgeladen hast. Es läuft aber auch der ist so ein bisschen dunkler hinterlegt, so ein Button auf mit Entwürfe, beziehungsweise auch einfach so eine Kachel. Und wenn du da reinklickst, dann findest du alle Reels, die du jemals als Entwürfe gespeichert hast, kannst dir auch dir jeweils nochmal reinklicken. Wenn du auf Bearbeiten klickst, dann kannst du dir das Reel nochmal angucken, kannst noch Text ändern, also da kannst du alles noch machen. Denk auch immer dran, bevor du das aus den Entwürfen dann wirklich veröffentlichst, noch einmal das Titelbild anzupassen. Und da findest du aber auf jeden Fall eine Sammlung all deiner kreativen Reels und Entwürfe. Eine Frage, die ich auch sehr oft bekommen habe, ist: Was empfiehlst du, wie oft sollte man Stories auf Instagram machen? Ich glaube, da gibt es keinen generellen Richtwert. Es gibt viele, die sagen, boah, du musst dich jeden Tag in deiner Story zeigen und das ist einfach das absolute Muss. Wenn jemand Neues auf deinen Kanal kommt, dann sollte er da unbedingt Stories finden. Ich finde, es ist natürlich cool, wenn jemand Neues auf deinen Kanal stößt. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, letztens war ich irgendwie auf der Suche nach ein paar coolen Kanälen, die mir irgendwie Mehrwert liefern. Und dann diesen ersten Touchpoint hat man meistens über Stories. Man guckt dann meistens, okay, was posten die gerade? Interessiert mich das?
Okay, nee, interessiert mich nicht weg so. Das geht ja dann doch recht fix. Das sind ja ein paar Sekunden, wenn überhaupt, die dieser erste Touchpoint sind. Das heißt, es schadet auf jeden Fall nicht, regelmäßig Stories zu machen. Ich würde aber nie so weit gehen, dass du die Quantität deiner Stories über die Qualität stellst. Also schau einfach, wie oft du es regelmäßig schaffen kannst, wann du was zu sagen hast, wann du deiner Community auch wirklich was zu dem Thema deines Kanals zu sagen hast, weil ich finde, ich habe das so oft in letzter Zeit wieder gesehen. Ich habe mich irgendwie durch so ein paar Profile geklickt und dann stand da irgendwie Thema Steuern oder Thema Pflanzen oder Thema Fitness und dann gucke ich in deren Story und dann sind das aber, reden die über ganz andere Themen und zeigen, wie sie gerade am Park chillen oder was ihnen heute beim Einkaufen passiert ist. Und ich denke so, das interessiert mich doch nicht. Ich bin auf deinem Kanal, weil du da stehen hast, Thema Steuern und mich Steuern interessiert. Dann mach doch gefälligst auch nur Stories zum Thema Steuern oder zumindest den Großteil. Deswegen versuch einfach dann Stories zu posten, wenn du wirklich was Wichtiges oder was inhaltlich Informatives zu sagen hast und dann ist es auch gut. Ich finde, es gibt viel zu viele Leute, die immer sagen, ja, aber der Algorithmus hasst mich dann. Der Algorithmus, der ist da, aber wenn du guten Content lieferst und regelmäßig und dann muss es auch nicht jeden Tag sein. Solange dein Content gut ist, kannst du dir darüber eine Community aufbauen und dann wird der Algorithmus von ganz allein merken, die macht guten Inhalt. Also versuche nicht immer zu denken, ja, aber der Algorithmus und sowas. Ich glaube, das machen viel zu viele. Ich wurde auch noch gefragt, ob ich meine Stories vorher filme und dann im Nachhinein einen Filter drüber lege oder wie ich das generell mit meinen Stories mache. Also meistens ist es so, dass ich meine Stories direkt in Instagram filme und hochlade, wenn ich jetzt hier zu Hause bin und kurz irgendwie was erzählen möchte. Manchmal mache ich das aber auch so. Zum Beispiel heute habe ich dieses Coaching-Announcement, was ich hier eben am Anfang gegeben habe, auch für Instagram gefilmt. Und da habe ich es so gemacht, dass ich einfach mit meiner Kamera das in Abschnitten gefilmt habe und dann schneide ich immer kurz. Beim iPhone kannst du einfach auf Bearbeiten gehen und schneid Anfang und Ende raus, wo ich quasi einmal auf Anmachen klicke, mich einmal hinstelle und dann gut. Und da mache ich es dann meistens so, dass ich habe mir einmal eine App runtergeladen, die heißt Tone Studios. Die ist von so Reisebloggern von Do You Travel, Gypsy Lost. Und da kann man einmal so ein Jahresabo abschließen und dann ganz, ganz viele Filter für Videos haben. Die habe ich noch im Abo, die hatte ich schon eigentlich längst beendet, aber das Jahr ist quasi noch nicht rum, deswegen nutze ich die manchmal noch. Ansonsten kannst du aber auch, da verlinke ich dir hier oben mal ein Video zu, da haben wir da schon mal drüber gesprochen, mit Jackie hatte ich da damals ein Video zu gemacht, kannst du auch im Nachhinein Filter in Instagram auf deine Stories legen und nicht nur mit diesem Swipen, sondern auch Filter, die du dir gespeichert hast. Guck da einfach mal in dem Video vorbei, da erklären wir das genauer nochmal. Ich wurde auch gefragt, welches Licht ich immer zum Filmen benutze und dieses Licht steht gerade genau vor mir und blendet mich mega an, aber sonst ist es einfach viel zu dunkel in meiner Bude. Ich nutze bei den meisten Instagram-Stories eigentlich immer Tageslicht, also meistens stelle ich mich einfach vors Fenster in der Küche oder im Schlafzimmer. Wenn ich aber mal irgendwie einen Reel filmen will oder so, dann benutze ich oft eine Softbox. Verlinke ich dir in der Infobox, da ist sowieso mal mein ganzes YouTube-Equipment verlinkt. Die habe ich einmal, lass sie 30, 40 € bei Amazon gekostet haben, gekauft. Ich glaube, die habe ich seit 10 Jahren, die habe ich so seit meinem Teenie-Alter, diese eine Softbox. Die fällt auch schon ein bisschen auseinander. Ich könnte vielleicht irgendwann mal in eine neue investieren, aber das reicht vollkommen. Guck auch, es gibt ja auch, viele benutzen auch diese Ringlichter. Das ist quasi sowas, was du dir einfach auf dein Handy oben raufstecken kannst und dann macht das wirklich nur quasi, wenn du jetzt viel machst, dass du einfach dich nur so oben rum zeigst, dann reicht das voll aus. Ich finde die Softbox immer schön, weil die auch ein bisschen den Hintergrund noch ausleuchtet, aber das ist einfach völlig Geschmackssache. Also guck einfach mal, ich habe dir das in der Infobox verlinkt und guck sonst einfach mal auf Amazon, gib mal Ringlicht ein oder irgendwie sowas, dann wirst du da auf jeden Fall fündig. Und tatsächlich macht das einen krassen Unterschied. Also ich merke immer wieder selbst, dass ich Stories viel lieber schaue, wenn die in gutem Licht gefilmt sind. Also ihr kennt das vielleicht selbst, wenn der Lieblingsinfluencer mal irgendwie abends auf der Couch noch was gefilmt hat und das so halb dunkel ist. Ich persönlich skippe da immer durch. Ich weiß nicht, wenn die nicht gute Lichtverhältnisse haben, ist das für mich so ein absolutes No-Go-Kriterium und da bin ich sofort weg. Können die mir noch so spannende Infos erzählen, dann sollen die sich doch einfach vors Fenster oder ans Licht stellen und da filmen. Das ist dann einfach tausendmal ansprechender. Also achte auf jeden Fall auf gute Lichtverhältnisse in deinen Stories als Tipp. Ich werde auch oft gefragt, wie ich eigentlich auf meine ganzen Content-Ideen komme, wie ich die generiere. Dazu habe ich schon mal ein ganzes Video gemacht, das jetzt hier ausführlich zu behandeln wird zu lang dauern. Also verlinke ich hier oben auf jeden Fall. Da bin ich in vielen Schritten darauf eingegangen, wie du neue Content-Ideen finden kannst. Also falls es dir an Content mangelt, schau da einfach mal vorbei. Ich habe mal eine Frage bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich die bei Instagram bekommen habe oder bei YouTube. Ich lese die mal kurz vor. Und zwar war das: Hey, bei mir ist das Problem, dass ich viele Ideen habe und generell viel Verschiedenes mache. Von lustigen Straßenumfragen bis 10 Tipps für die Haare bis Motorradfahren. Was wäre dein Tipp? Ich finde es irgendwie auch blöd, dann gleich 5 Kanäle zu machen. Hast du einen Tipp?
Ich kenne das selbst zu gut. Ich habe auch total viele verschiedene Interessen. Also ich interessiere mich total für Immobilien, ich interessiere mich total für so alte Möbel upcyclen, ich interessiere mich total für Kräuter anpflanzen, ich interessiere mich für YouTube-Videos, für Social Media. Und das sind alles so Themen, die mich persönlich zwar interessieren, aber du musst da einfach total lernen, zwischen deinem persönlichen privaten Interesse und Social Media zu trennen. Du solltest dir wirklich einmal überlegen, also es geht auf Social Media, außer du bist ein Klischee-Lifestyle-Influencer, ja nicht darum, dich als Persönlichkeit, als Hauptding sozusagen zu vermarkten. Deine Persönlichkeit ist das super coole, nette Nebenprodukt, aber es geht in der Regel darum, dass du den Leuten über ein spezifisches Thema Inhalte lieferst. Es bringt überhaupt nichts, dann fünf Kanäle aufzumachen. Das ist auf jeden Fall schon mal gut, dass du gemerkt hast, dass du das nicht alles auf einem Kanal spielen solltest. Das ist nämlich ein absolutes No-Go. Dann hast du nämlich das Problem, dass sich ein paar deiner Follower zwar für Motorradfahren interessieren, aber für deine 10 Tipps für die Haare oder lustige Straßenumfragen, von denen du jetzt gerade geschrieben hast, überhaupt nicht interessieren. Und dann ist dein Engagement in der Community ungefähr gleich. Dann ganz kurz geht es hoch, wenn Motorradfahren kommt, dann geht es wieder runter und dann geht es ganz kurz woanders hoch, weil ein Zehntel deiner Community die Haartipps feiert und so hast du gar kein gutes Wachstum und auf Dauer geht das nicht gut. Ich weiß, es fällt schwer, sich auf ein Thema festzulegen, aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, überleg dir, welches dieser Themen du am allerliebsten magst und auch so aus dem Gesichtspunkt, wo du guckst, über welches Thema könnte ich den Leuten wirklich richtig regelmäßig Mehrwert liefern, richtig regelmäßig Content bringen und wo ich weiß, das bringt mir auch in 3 Jahren noch richtig Spaß. Wenn du das mal wirklich großziehen möchtest, dann wirst du dich in Zukunft ganz, ganz regelmäßig mit diesem Thema beschäftigen und dann leg wirklich den Fokus auf ein Thema und sag, okay, Haare finde ich auch ein super Thema, aber das ist was, das ich einfach privat mache für mich, vielleicht mit meinen Freunden teile. Aber dieses Motorrad, das ist mein Hauptthema. Darüber werde ich in Zukunft reden. Wenn ich in Zukunft öfter mal solche Q&As machen soll, egal ob zu Instagram, zu YouTube, zu Social Media generell, zu meiner Ausbildung als Social Media Manager, zu dem Thema Selbstständigkeit, dann schreib mir doch gern mal einfach, egal welche Fragen dir da in den Sinn kommen, in die Kommentare. Dann werde ich das auf jeden Fall für zukünftige Q&As nutzen. Das wird mir total helfen. Ich habe in letzter Zeit ab und zu mal mit einer Freundin von mir, die ist Musikerin, über Instagram geredet. Shoutout an dich, Toni, falls du das hier guckst. Und habe ihr empfohlen, ganz dringend Reels zu machen. Und sie hat mir irgendwann eine Nachricht geschickt und meinte, was bringen mir eigentlich Views? Ich lese hier die Frage gerade ab. Was bringen mir eigentlich Views bei Reels, wenn kaum jemand liked oder folgt? Und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, das geht vielen so, dass sie im ersten Moment denken, boah, mein Reel hat jetzt 7000 Aufrufe und toll, es ist aber gar nichts bei rumgekommen. So, das haben vielleicht 50 Leute geliked und es ist ein Follower dazu gekommen. Bei den Reels ist es nicht so, dass ein Post von dir völlig abgeht und dann geht dein kompletter Account ab. Bei den Reels ist es so, du kennst das vielleicht selbst von dir, man scrollt da jeden Tag durch und guckt immer mal wieder. Und wenn du da regelmäßig in den Reels von den Leuten angezeigt wirst, dann kommt irgendwann dieser Turning Point, wo die Leute denken, okay, die wurde mir jetzt schon 7 Mal angezeigt. Jedes Mal dachte ich so, ha, witzig oder ha, die kann gut singen oder ha, ist cool. Und dann gehen die Leute irgendwann auf dein Profil. Also sehe diese Reels nicht so als Einmalchance und okay, das haben jetzt 1 Million Leute gesehen, aber niemand ist rübergesprungen, sondern sehe das als wiederkehrendes Projekt, was du angehst, um regelmäßig Leute zu erreichen und irgendwann springen diese Leute zu dir rüber. Das dauert also ein bisschen. Also erwarte nicht, wenn du 3 Reels hochgeladen hast, dass es direkt abgeht. Oder denk, wenn du 3 Reels hochgeladen hast und das noch nicht abgegangen ist, dass sich das nicht lohnt. Einfach weitermachen, regelmäßig dann auch da irgendwie den Leuten angezeigt werden und dann irgendwann entwickelt sich das. Also auf jeden Fall am Ball bleiben. Eine richtig spannende Frage fand ich auch noch, wie oft schaust du in die Insights, also die Analysedaten von Instagram und wie gehst du dabei vor? Worauf achtest du? Ehrlichste Antwort, die ich euch geben kann, ich gucke da ungefähr nie rein, weil es mich einfach nicht interessiert. Früher war ich immer so, dass ich alles analysiert habe und geguckt habe, okay, und wie ist jetzt meine Zielgruppe und wie ist das und wie ist das. Aber mittlerweile, also ich muss dazu sagen, für mein ganz persönliches Business ist es auch einfach so, dass ich YouTube viel mehr als Priorität sehe und Instagram mehr so sehe, okay, die Leute, die mir auf YouTube folgen, und den Content da feiern, die kommen vielleicht rüber zu Instagram. Ich sehe Instagram nicht so, dass ich denke, boah, da möchte ich mir richtig was aufbauen, sondern ich sehe da einfach YouTube als Hauptfokus. Deswegen lege ich da auch nicht so viel Wert auf meine Entwicklung bei Instagram momentan. Aber generell kann ich dir empfehlen, da nicht zu oft reinzugucken, weil ich weiß, wie krank verrückt einen das machen kann. Und man dann ständig denkt, oh nein, jetzt habe ich 7 Follower diese Woche verloren und oh nein, mein Content läuft diese Woche 2% schlechter als in der letzten Woche. Sondern ja, du kannst da ab und zu mal reingucken, einmal im Monat vielleicht und mal gucken, okay, wie läuft das so generell, welche Posts sind vielleicht richtig gut angekommen,
welcher Post hatte die meisten Likes, welcher Post hatte die meiste Interaktion und dann überlegen, okay, wie könnte ich den Content vielleicht noch mehr ausbauen, aber leg keinen großen Fokus. Also das ist ganz persönliche Meinung. Es gibt natürlich auch Leute, die schwören auf diese Insights und sind voll so analytisch unterwegs, aber ich bin da auch einfach keine Person. Mir bringt das gar keinen Spaß, immer so Sachen zu analysieren und dann irgendwie so Strategien auszuarbeiten und ach, das ist mir alles irgendwie so zu theoretisch, bin da irgendwie so ein bisschen lieber praktisch unterwegs und mach einfach und guck dann, was gut läuft. Deswegen, ja, man kann da reingucken. Ich mach's sehr selten, ehrlich gesagt. Und das als Social Media Manager. Also, man kann auch auf Social Media Erfolg haben, ohne diese ganzen Daten und Fakten und was weiß ich. Eine Frage, die ich auch noch unglaublich oft gestellt bekomme, ist, wie findet man die besten, die optimalen Hashtags? Und da muss ich euch, ähnlich wie mit diesen Insights gerade, ein bisschen enttäuschen. Ich persönlich bin gar kein Verfechter von Hashtags. Also ja, man kann sie nutzen und ja, sie bringen auch was. Aber man hat ja jetzt bei Instagram auch schon des Öfteren in letzter Zeit mal gehört, dass Instagram sich sehr ändern soll. Und es ist schon bei vielen Creatoren aufgefallen, dass Hashtags eigentlich gar nichts mehr bringen, kaum noch Reichweite bringen, man kaum noch jemanden damit erreicht. Und deswegen lege ich persönlich momentan kaum noch Wert auf Hashtags. Also ich versuche immer schon noch Hashtags einzubinden. Ich versuche dabei immer so vorzugehen, dass ich mir Hashtags raussuche aus verschiedenen Größen. Das heißt, ich nehme vielleicht ein, zwei Hashtags, die richtig, richtig viel Reichweite haben, über 1 Million oder sowas. Guck aber auch immer, dass alle Hashtags deutsch sind, weil meine Community deutsch ist. Und wenn ich da jetzt mit Hashtag Social Media arbeite, dann ist das völlig international und das sind einfach Leute, die ich nicht anziehen möchte, außer dass dann irgendwelche Bots kommen oder Follow oder so. Deswegen dann gucke ich Social Media Tipps. Wenn du Tipps mit Doppel-P und S schreibst, dann ist es deutsch und da werden auch nur Deutsche sein jetzt als Beispiel. Ich habe keine Ahnung, wie viel Reichweite dieser Hashtag hat, aber versuch auf jeden Fall, Hashtags in deiner Sprache zu nutzen, nichts Internationales. Und versuch aus verschiedenen Größen verschiedene Hashtags zu benutzen. Also versuch ein paar sehr nischige Hashtags zu benutzen, die vielleicht maximal so 10.000 Posts geteilt haben bisher. Dann irgendwie so eine Mischung aus 10.000 bis 50.000, dann 50.000 bis 200.000, 200.000 bis 500.000 und einen noch mit 1 Million plus oder so. Also ich baue da auch maximal 5 bis 10 Hashtags ein. Ich bin jetzt niemand, der da irgendwie alle 30 Hashtags voll pumpt. Ich glaube auch einfach, dass sich da bei Instagram in Zukunft sehr viel ändern wird und die so ein bisschen weg davon gehen. Ich habe keine Ahnung, was da gerade passiert. Auf jeden Fall würde ich persönlich Hashtags zwar nutzen, aber jetzt nicht sagen, okay, Hashtags sind das absolute Go-To und nur damit kann ich wachsen. So, mein Kaffee ist alle und ich glaube, das waren auch so die größten und wichtigsten Fragen, die ich in letzter Zeit regelmäßig rund um Instagram bekommen habe. Wie gesagt, wenn du noch weitere Fragen hast, die ich in Zukunft mal in einem Q&A beantworten soll oder wenn du generell mir Feedback geben möchtest, wie du solche Q&As findest, gerne in die Kommentare, wenn es dir gefallen hat, gerne natürlich auch einen Daumen nach oben. Ansonsten, wie schon am Anfang angesprochen, wenn du Bock hast, deinen Social-Media-Account selbst und deine Präsenz mal so richtig zu steigern, dann schau dir auf jeden Fall mein Coaching-Programm in der Infobox an. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video nächste Woche wieder. Bis dahin, ciao!